Also wir haben richtige Hamburger Schiedwetter. Und das kennt Tobias Stöckle vielleicht nicht ganz so gut, weil er selber nicht aus Hamburg kommt. Aber du bist hier für die Woche und passend zu unserer schönen Kulisse hast du eine Neuigkeit für uns. Ganz spannende Drupal-Neuigkeit. Ja, ich habe gerade auf dem Drupal Planet, wo sozusagen alle wichtigen Neuigkeiten von Drupal gesammelt werden, habe ich gerade gesehen, dass weather.com demnächst eine Drupal-Seite sein wird und damit wahrscheinlich die größte Drupal-Seite überhaupt sein wird. Und das ist natürlich ein Riesenschritt für Drupal. Boah, das hätte ich nicht gewusst, dass das die größte Drupal-Website gewesen wäre. Nenn mir ein paar Beispiele von anderen Websites, die mit Drupal umgesetzt wurden. Also zum Beispiel die Website vom Weißen Haus, whitehouse.gov, ist natürlich auch eine riesige Webseite. Ja, in der Tat. Ansonsten, was sind denn noch große Webseiten? Zum Economist. Beispiel die Economist. The Economist, Oh, The genau. Economist, oh, wow. Und welches waren nochmal die Emmys oder die Oscars? Es kann auch sein, Oder ja, Golden Globes oder eine von irgendwas den, sowas. ja. Irgendwelche Eins großen davon Websites. auch, ich kann mir das nie merken, was Ja. das ist, aber Das muss ich lernen bis nächste Woche, weil dann bin ich in Polen und dann muss man die ganzen Referenzen rausplappen können. von Also das, Drupal, ja. ja, ganz Ja, wichtig. ja. Da kommt man nicht mal durch die Eingangstür, wenn man nicht mindestens vier sagen kann. Ja, das stimmt. Und du arbeitest seit wann für Compress? Seit. Seit April, Anfang Okay. April. Aber sitzt nicht immer in Hamburg, sondern. Genau, ich arbeite von zu Hause aus. In Essen wohne ich. Das ist auch in Deutschland. Nicht ganz so groß wie Hamburg, deswegen kennt man das vielleicht nicht, aber ist auch ein schönes Städtchen in Deutschland. Gibt's auch manchmal so schönes Wetter wie hier? Ja, manchmal schon, aber wie ich das so mitgekriegt habe bisher, ist im Allgemeinen das Wetter schon schöner bei uns im Ruhrgebiet als Ja. hier oben. Und ist das, also du bist hier für die Woche gekommen, um hier vor Ort zu arbeiten, weil wir einen Sprint haben. Ist das ein Problem, entfernt zu arbeiten? Ist das oder geht Es das kommt noch? drauf an, also wir hatten letzte Woche ziemliche Internetprobleme, sowohl von Compress aus als auch von mir zu Hause aus. Und dann ist sozusagen mit von zu Hause arbeiten nicht so viel, wenn man kein Internet hat. Ja, ohne Internet ist blöd, das stimmt. Also für eine Internetfirma, also, Ja, aber wenn alles so funktioniert, wie es sollte, ist es eigentlich mittlerweile ganz gut. Also es gibt ja auch verschiedene Tools im Internet, die wir benutzen, um uns auszutauschen, Dokumente auszutauschen, Aktivitäten auszutauschen und so weiter. Und das klappt eigentlich ganz gut. gut. Ja, Wahnsinn, was man alles heutzutage machen kann. Gut. Ja, dann danke für das kurze Gespräch und bis, naja, bis bald. Bis bald.